Sie sind hier, 10. September 2018, 19.25 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Toni Kroos dritte V, er gehört zu den Kandidaten für die Weltauswahl Urheberrecht Sport 1 Grafik, Getty Image die 55 Kandidaten für die FIFA-Weltauswahl 2018 stehen fest. Auf der Liste stehen unter anderem Toni Kroos und Mats Hummels. Die deutschen Nationalspieler Toni Kroos, Mats Hummels, Joshua Kimmich und Marc-André ter Stegen dürfen sich Hoffnungen auf die Berufung in die FIFA-Weltauswahl machen. Das gaben der Weltverband und die Spielergewerkschaft FIFPro, die die Abstimmung organisierte, am Montag bekannt. Das DFB-Quartett gehört zu den insgesamt 55 Kandidaten der am Montag veröffentlichten Vorauswahl. In Weltmeister Benjamin Pavard, VfB Stuttgart und Robert Lewandowski, Bayern München, gehören zudem zwei ausländische Bundesliga-Profis zu den Nominierten. Kurios, die FIFA hatte zunächst eine Liste ohne Champions-League-Sieger Kroos veröffentlicht, korrigierte sich aber wenig später. Toni Kroos fehlte zunächst in der Auflistung der FIFA Urheberrecht FIFA. Die 11 Akteure der Weltauswahl werden ausschließlich von den Spielern selbst gewählt. Fast 25.000 Profis aus rund 70 Ländern beteiligen sich üblicherweise an der Abstimmung. Anzeige, sichern Sie sich jetzt das neue DFB-Trikot, hier geht es zum Shop bekannt gegeben werden die letztlich 4 Verteidiger, 3 Mittelfeldspieler, 3 Stürmer und der Torwart der Mannschaft am 24. September im Rahmen der Gala The Best des Weltverbandes FIFA, bei der auch der Weltfußballer gekürt wird. Sport 1 zeigt alle 55 Kandidaten, lesen Sie auch. Punkt. Weltfußballerwahl, Messi außen vor Griezmann rückt Weltfußballer Top 3 von Sportinformationsdienst.